Und damit hallo und herzlich willkommen zu Outer Worlds. Wir haben im viel. Hat der Felix geheißen? Ich hab's vergessen, keine Ahnung. Hallo Basis. Wow, wir sind sehr weit geflogen. Wir treffen uns mit dem Kumpel von ihm. Weil ich meine, wenn wir das letzte Mal schon. Nein, 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 du kommst weg, du nervst einfach nur. Aber gut, dass wir den jetzt an der Quest rum haben, aber ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe da halt mehr erwartet. Irgendwas Mystisches und so. Mit dem Philosopher oder was weiß ich, wie die alle, was der Scheiß geheißen hat. Was ist es dann? Du hast ein Buch, es ist auf Französisch. Der Typ, der es übersetzen soll, ist kein Gelehrter, sondern ein Depp aus einer Anstalt, aus dem Gefängnis, dem der Vater, der Vikar Max aufs Maul hauen will. Und danach kifft man eine Runde und alles ist wieder in Ordnung. Naja. Keine Ahnung. Ja, Entschuldigung. Was soll der denn heimlich trinken nebenbei? Bau-Roboter-Einheit. Volker. Ist auf jeden Fall ein komplett eigenes Gebiet dafür, oder? Tatsächlich, was ist das da? Verlassener Bergbau-Außenposten, Landeplatz von Skiller. Ha? Keine Ahnung. Was geht ab, Volker? Hey, you. Looking for something? Auf jeden Fall nicht nach dir. Where do you think you're going? Gerne auch mitten durch dich durch, wenn du mich dazu zwingst. Hey, nice form. Good delivery too. You looking to join Captain Harlow's crew, huh? Geil. Alright, go on through. Das war geil. Oh, ich mag das Spiel. Was? Hä? Wo ist der? Oh, da steht er. Ich sollte mir vielleicht nicht hier schauen, sondern hier. Bau-Roboter-Einheit. Okay. Hä? Wo ist denn die Tür? Hallo, habt ihr auch Türen oder so? Da ist eine Tür. Hä? Wann ist denn das jetzt passiert, dass du hier stehst? Ein Bandit? Die sind eine Banditengruppe? Kann ich die Sachen klauen? Scheide. Schade. Leider nicht. Ah. Sind keine schönen Banditen, ne? Ich weiß, der war da, ich will trotzdem hier mal lang schauen. Ah. Wäre die Abkürzung gewesen. Was geht ab? Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see, or a you've aged, old man. Okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ne, nein, kein Ding, dann stelle ich mich einfach selbst vor. Sind so das? Hallo, hallo, sind so das. Okay, das ist jetzt ein wenig peinlich. So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Good. Kid always needed a place to belong. He's been watching out for us just as much as we've been watching out for him. Felix's family, mister. Hear that, Clyde? I've been making something out of myself. So long as you haven't been making a fool of yourself. I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. Sag mir, wieso wir hier sind. I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy, that one day, he and I would change the colony together. That day has finally arrived. Easy there, Clyde. No one said nothing about throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix, but neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared.
I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. Fühlblick, er ist das am wenigsten verlässliche Crewmitglied auf meinem Schiff. Auf einem Schiff, das buchstäblich das Wort Unverlässlichkeit im Namen trägt, die Unreliable. Dass ich dir einfach meine Crew überlasse, du kannst mich mal... Du wirst ihn an der Prüfung unterziehen? Everyone in my crew proves their loyalty. No exceptions. Not even Felix. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him and bring me proof of his death. His ring should do nicely. Meine Katze spackt schon wieder rum. Psst! Eieieiei. Die quetscht sich immer in den kleinen... in diese kleine Tasche. Und dann fängt sie manchmal Schaden an und hörst immer so klick, 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 klick. Entschuldigung, was? Wo war ich stehen geblieben? Was hat eigentlich der Trask angestellt, dass er den Tod verdient? Ratted us out to the board. He's been an informant. Has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cadre mutinied. Killed five of my own in Tucktail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna. Lives on the Groundbreaker, last I checked. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger to her. She'll talk to you. Was sagst du dazu, Felix? Clyde offered me a hand when nobody else would. I'd say I owe him a good turn. There you have it, Captain. A favor for an old friend. Dahinter steckt mehr, als du zugibst. Think so? Maybe we should have a word with Trask. Get his side of the story first. You'd be wasting your breath bandying words with that traitor. But if it makes you feel better, by all means. Remember, I want proof. Bring me his ring. I don't care if the hand's still attached. Here, my token. Think of this as my personal signature. Anyone who knows me by my works will know me by this token. Ich weiß trotzdem noch nicht, was du eigentlich für ein Typ bist. Jeder, der weiß, was ich für ein Geschäft mache. Ach, der kann uns... Jetzt dachte ich, was ist das, ein Chocobo? Ha. Mal schauen, was der Task zu labern hat. Okay, weiter geht's. Jetzt hab ich die Katze denn ausgeschmissen, meine Güte. Dass die immer sowas abends anfängt, aber immer wenn ich dann aufnehmen bin. Vorher nie. Ich saß hier eine Stunde am Computer, bevor ich jetzt gestartet hab. Ihr verdammten Teleport. Ich weiß nicht mehr, ob die Mission mache. Ich würde auf jeden Fall die Hauptmission nämlich weitermachen. Was müssten wir machen? Ich glaube zu Byzantium, ne? Irgendwie sind meine Kabel hier ein bisschen gewurschtelt. Das Gute ist, ich kann das auch einfach abstecken. Ich meine, das ist bloß mein Kopfhörer. Davon kriegt der ihr nichts mit. Okay. Against all odds. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Schon wieder? Ach, die sollen, die können mich mal. Sonst nicht so die Köpfe einschlagen. Wer übrig bleibt, bleibt dabei. Terra 2. Landeplatz von... Wir gehen jetzt erstmal nach Edgewater. Und warum gehen wir nach Edgewater? Ha, genau. Ach was, ich soll es noch erklären? Ich habe Außenposten vor der... vor der Dings da... Nyoka. Weg mit euch. Halt, nein, weil die Parvati dürfen mit. Parvati. Ich hoffe, es ist auch richtig. Nee, 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 nee. Und dann schauen wir, dass wir die Hauptmission weitermachen, weil dann wird man ein bisschen Fortschritt erzielen. Aber die letzte Stunde ging es eigentlich nur darum, irgendwas zu kiffen, Alter, und nee, jetzt irgendeine Typen umzubringen. Für mich sehen die immer noch aus, diese vier Mädchen, wenn sie jemanden umbringen wollen. Tagebuch, Begleiterauftrag, Freundschaftsdienst, durchsuche den Außenposten. Okay, er ist wirklich hier. Laufen wir? Wir könnten eigentlich auch laufen, ne? Ein bisschen die Landschaft abchecken und so. Ja, ich muss da außen rum. Dann ballern wir uns ein bisschen durch die Plünderer.
Ah ja, 600 Meter laufen wir, Mann. Bei sowas bräuchte man zwei Konsolen. Jetzt sagt euch warum. Ja gut, das könnte ich auch so machen. Einen, um zu schauen, wie weit man laufen muss. Naja, wie schnell man mit dem Laufen ist und einen, um wie es schnell mit dem Laden ist. Wobei ich schon immer krass finde, ne, wie es ist die PS4 Pro und es lädt halt trotzdem einiges. Was sind das eigentlich immer für Dinger? Das stört mich die ganze Zeit schon. Die stehen da überall am Rand. Sind das dann Außenposten oder? Kommen wir da eigentlich noch auf? Ich glaube nicht, ne? Ich soll die aufpassen. Da hätten wir als Raumschiff gestanden. Ich glaube, wir kommen da nicht hin. Ja, Alter, weil die keine Chance haben, Mann. Ich meine, die geben 100 Erfahrungspunkte. Das ist wie wenn man sich durch die durch den Porzellanladen ballert. Alles geht zu Bruch und nichts hat man gewonnen. Schnauze, Schnauze. Nervt ihr nicht rum, ja? Oh, 200 Erfahrungspunkte, oh. Was hat denn letzter Standardgegner gebracht? 2000 oder so? Oh, der hält auch was aus. Hey, ihr haltet ja wirklich was aus. Wo ist eigentlich der Hund hin? Ah, hat sich erledigt. Hey, take a gander. The door's busted. Rebecca? Anders? You in there? Huh. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Ah, ja, dachte ich mir schon. Oh no. Oh no. What did you do? Oh, Mioka. I'm so sorry. Anderson's Sharon Melodon. Tragische Trooper. Schwere Munition. Ja, aber sind die von Plünderern gejagt worden, oder? Was frage ich so blöd, da ist doch das blöde Ding da. Die Anzeigentasten sind beinahe gänzlich durchgerostet, aber es lassen sich immer noch Teile von Texten ausmachen, bei denen es sich vermutlich um Rebeccas letzte Einträge handelt. Gnade mir das Gesetz, aber Anderson hatte recht. Wir hätten diesen Auftrag nie annehmen sollen. Ich dachte, Monarch sei hart, aber das ist unerträglich. Alle hier sind entweder blind oder benebelt oder was weiß ich. Die Städte lassen uns ohne einen Arbeitsvertrag überhaupt nicht ein. Ich kann nicht mal jemanden finden, um eine Nachricht zu versenden. Bei all den kompetenten Leuten hier sitzen wir. Nun, wir sitzen fest. In der Heimat mussten wir für jede Mahlzeit kämpfen, weil es keine Mahlzeit gab, wenn man sie sich nicht selbst machen konnte. Hier gibt es Essen im Überfluss, aber niemand darf es dir geben. Wir haben uns das Notwendigste zusammengeklaubt, wo immer wir konnten. Anderson ist kurz davor, sich einzuschreiben, sein Leben Spacer's Choice zu vermachen, nur damit er wieder heiß duschen kann. Clara, ich bete zum Architekten, dass dich dieses Schreiben nie erreicht, doch falls es das tut, möchte ich dir sagen, dass es mir leid tut. Anderson und ich haben missgebaut. Wir haben den Auftrag nicht der Bits wegen angenommen. Wir taten es auch nicht, weil die Troglos so cool klagen. Wir taten es, weil wir raus wollten. Monarch ist ein Höllenloch. Wir waren es leid zu leiden. Wir waren den Raptoiden-Eintopf und den Schwefelgestank leid, den keine Seife der Welt rauswaschen kann. Wir waren das Kämpfen leid, Tag ein, Tag aus. Wir sind erschöpft. Wir dachten, mit den Bits aus diesem Auftrag könnten wir uns hier niederlassen. Aber dieser Ort ist kein Funken besser, ist bloß anders. So oder so hungern wir. Wir hätten nicht gehen sollen. Ich dachte nur, vielleicht gäbe es da draußen etwas Besseres. Du fehlst mir, Kleine. Plünder am Tor. Anderson ist verblutet. Ich bin auf dem Weg dorthin. Ich lasse nicht zu, dass sie mich kriegen. Nicht lebendig. Ich habe gesehen, wozu die Monster imstande sind. I don't... They were... That bitch! They were all set to abandon us! What would Clara say, huh?
Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you. The kid had a soul that made the sulfur smell like roses. Ugh. I'd leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I think I'm glad. If she were still alive now, it'd break her to know the truth. Ich hätte ihr die Wahrheit verschwiegen. Sie hätte es bestimmt trotzdem gern gewusst, so wie du auch. Yeah, maybe. I'm used to disappointment. She was still so naive as to let it hurt her every time it happened. Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the Mana Queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. Sollte, ich dachte, du bist eine Wildexpertin und wüsstest alles. Du hast keine Ahnung, nicht wahr? Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob es auch wirklich funktionieren wird? Wild um mich ballern wäre mir am liebsten. No, we need a plan. You may be a capable sort, but so are my friends. I ain't making that mistake twice. Never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones. Everything does. Warum muss ich dazu auf Scylla? Ich habe unterwegs hier ein paar abgeknallt. Wirst du mich verarschen? Ich meine, jedem war klar, dass die tot sind. Troglodrüsen. Die sind doch hier auch, Mann. Warum muss ich... Na. Das Spiel will mir auf den Sack gehen, oder? Weißt du, da bauen sie jetzt Scylla schon absichtlich ein, oder? Das finde ich gerade ein bisschen doof. Au. Ach so, wir sind bei der Geothermie-Kraftwerk. Schauen wir mal, ob wir noch unterwegs irgendeinen Troglo finden. Nerv hier nicht rum. Au, ich glaube, ich habe seinen Arm entfernt. Bam! Ja, jetzt wird mir kein Troglo mehr, oder was? Irgendwo werden noch welche sein. Dann porten wir uns einfach zurück und dann machen wir die Hauptmission weiter. Mir geht das ein bisschen auf den Sack gerade. Das sind alles so enttäuschende Sachen. Da, Troglos. Da, schau. Was war jetzt das? Haut. Die will halt wirklich, dass ich auf verdammt Scylla gehe. Mann. Ja, das können wir jetzt auch laufen. Weiß, da war ich gerade. Verdammt. Was ist denn das? Achso, das ist ein... Ah, okay, nee, passt schon. Und das ist wahrscheinlich, um die Plünderer abzuschrecken, ne? Jetzt dachte ich schon, ich breche mir jetzt irgendwas. Uah. Hey, warte, ich lande ja da. So the ship talks? Do all ships do that? I can't say for certain, since I only ever been on this one. Ada's something special though, ain't she? Ada, what is it? She? It? I'm a bit fuzzy on the details. Used to be I thought she was a simulated intelligence. You know, a long series of commands telling her how to react to certain inputs. You used to. What do you think now? Well, I worked with a lot of machines, and ain't none of them like her. They can be pretty smart, but mostly they're rule books with a voice box. Ada's different. One of life's mysteries, I suppose. I don't trust it. If it crashes us into a star, I'll be a mite upset. Wer weiß, wo das der Hawthorne geklaut hat. Red mit mir.
Never seen the veil lit up like this before. Okay. Hey, hier ist ja Konzerntechniker. War der Show vorher schon hier? So. Auf nach Byzantium. Und scheiß auf die Begleitermission. Wobei die von der Ellie mich schon interessieren würde. Aber ich denke mal, die Ellie wird eine Mission auf Byzantium haben. Ja. Vielleicht. Möglich. Kann sein. Nee. So. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated. Ah, sollen sie sich die Köpfe einschlagen? Wie immer noch. Landeplatz von. Nein, warte mal. Da, Frachthafen, Landeplatz von Byzantium. Ja, wir waren vorher schon da. Paradies gefunden. That Harlow reminds me of my old dentist. And not in a good way. Okay. Since we're in Byzantium, there's something I've been meaning to do. Und das wäre? I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Lustig, ich hätte dich nicht für einen Typ Menschen gehalten, der Kontakt hält. Which brings us to where we are today. Several messages and a few years late. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. Also eigentlich kann ich mir das gut vorstellen. Und jetzt wirst du versäumen, mit ihnen nachzuholen? Yeah, exactly. Ich sehe keinen Grund, warum wir sie nicht besuchen gehen sollten, wenn es gerade passt. Oh, well, I was thinking you'd come too. Okay, dann gehen wir. Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. Was? Oh, and help yourself to the good snacks and put your feet on the coffee table. Mother hates that. Man hat fast den Eindruck, dass du wirst, dass ich mich von der schlechten Seite zeige. That's the idea. Anything else? Was hältst du von Felix Freund? Something about this Harlow guy isn't on the up and up. Ich stimme zu. But it's not just me. The way Harlow was leaning on his revolutionary bona fides, not to mention his knowing Felix back in the day, something about it feels off. Keine Sorge, Ellie, ich habe vor, die Augen offen zu halten. Good. That makes two of us. Okay. Wie ich halt gewusst habe, dass wir die auf Byzantium bekommen. Oder was heißt bekommen halt? Ihr wisst schon. Nehmen wir wieder die beiden mit. Die mögen sich irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Gion's Review. Ich fand die Bilder vorher besser. Das ist irgendwie. Wobei, die schaut irgendwie aus wie Catwoman. Oder Poison Ivy. Und der rechte ist. Scheiße, wie haben die geheißen? Ah, die, wo so Katzen waren. Ja, wie aus Cats oder so. Aber ich meine andere jetzt eigentlich. Shit, wie haben die geheißen? War das irgendwas mit Cats? Ich weiß es nicht mehr. Ah, mir fällt's aber ein. Wieso goldene Stadt eigentlich? Ist doch alles. Hier ist voll versifft, Mann. Will mich jetzt keiner auf den Sack gehen? Scheinbar. Warum habt ihr lauter kaputte Roboter? Hey, ich darf die nicht mal ausnehmen.